Bringt das irgendwas? Ja, habe ich mir das jetzt umsonst gebaut. Egal, ich leg's mal hier in das Inventar. So. Genau. Für eine Höhlentour braucht man ja genügend. Bausticks habe ich dabei. Meine Verwirrtheit lässt grüßen. Genügend Schwerter und genügend zu essen und genügend Pickaxes. Deshalb bauen wir uns Schwerter und Pickaxes. Backpack kann ich mir jetzt leider noch nicht bauen. Ah, da das Iron kommt da rein. Weg da. Mit. Und. Okay. So. Es ist ein wunderschöner Tag. Was machen wir? Wir gehen auf Mine Tour. Ich würde sagen, hier vorne war unser Eingang. Dann brauchen wir nicht so tief schon mal runterzugraben. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Fackeln. Ja. Höhle. Nein, ich hole noch Fackeln. Wir brauchen dringend Fackeln. Bin ich verpeilt? Bin ich verpeilt? Verpeilt. Verpeilt. Komm, lauf ein bisschen. Ich hab nicht Bock, den ganzen Tag hier rumzusitzen. Naja, ich sitze ja tatsächlich, aber. Fackeln. Hier hatten wir das. Und Kohle war hier drinne. Und das plus die Kohle ergibt typischerweise Fackeln. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas viel. Ich wette, 64 reichen auch. Und jetzt nochmal den Weg laufen. Wie schön. So, wir sollten Diamanten holen und Diamanten sind üblicherweise auf Höhe 11 oder 13, je nachdem. Wir gehen direkt hier rein und bauen uns hier nach unten. So, die Fackel kommt. Die Fackel kommt direkt dahin. Das Schwert auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite ist nicht schlecht. Ah. So. Wenn ihr euch mal die Zahl ansieht, die geht nicht immer runter. Die bleibt auch mal da. Das ist wahrscheinlich dieses Reinforced. Das ist schick. Uran, auf jeden Fall. Wir brauchen Uran. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Schade drum. Kann man so gut gebrauchen. So. Für den Aufstieg gehen wir dann halt hier wieder hoch.
So, dann brauchen wir halt noch einen Cobblestone da. Aber das macht ja auch nichts. Boah, meine Stimme fühlt sich schon wieder richtig, naja, gequält an. So empfinde ich es zumindest. Was nicht besonders schön ist. Ich hoffe, man hört es nicht so ganz, dass hier etwas kratzt. Sonst. Ja, in die Kommentare schreiben nützt nichts, weil ich das ja, wie gesagt, immer komplett vorher aufnehme. Oder zumindest nehme ich dann. Oh. Das war jetzt natürlich schlecht. Zumindest nehme ich das so weit vorher auf, dass ich das alles in einem Stück sehen könnt. Hoffe ich zumindest. Sonst wäre das Ganze etwas doof. Naja, ich habe heute hab heute im Internet mal gestöbert und bin auf Google gestoßen und ihr Projekt Project Area heißt das, glaube ich. Da geht es darum, dass Google ein selbst zusammenstellbares Handy bauen möchte. Also, wo du dann sagen kannst, ich hätte gerne das und das, aber mit dem und dem. Oh, Indium. Ich weiß jetzt nicht, wofür man Indium braucht. Ich weiß überhaupt nicht so viel. Das ist Redstone. Auf jeden Fall brauchen wir ein zusammenstellbares Handy. Und da kannst du halt dann selbst auf die Seite gehen und sagen, ja, ich hätte gerne das und das. Ich hätte so und so viel Akkulaufzeit. Ich hätte das Display drauf. Und nicht nur das und das Display, sondern auch dazu die Kamera. Dann, ja, ich hätte gerne ein Riesendisplay und auf Prozessorleistung lege ich nicht so viel, manchmal nur in zwei Kerne rein oder sowas. Also das soll, die erforschen wohl ein Handy, was man so zusammenstellen kann. Und das ist meiner Meinung nach etwas, das wir unbedingt brauchen, denn die High-End-Smartphones, die immer größer werden, die haben jede Menge Leistung. Oh, wir sind schon auf für 10, 11, 12. Die haben jede Menge Leistung, aber die braucht man gar nicht, also zumindest als Otto-Normalverbraucher braucht man die überhaupt nicht. Und die Aluminium. Okay. Und die kleinen Handys, die haben nichts. Und wenn man jetzt zum Beispiel so jemand ist, der schon etwas älter ist, kein Riesengeld hat für ein Handy oder sowas, für so ein Galaxy S irgendwas, und dann aber mit den kleinen Handys nicht zurechtkommt. Silver. Alten Mod habe ich Silver gehasst. Ich habe nämlich früher Feed the Beast Lite gespielt und ich wusste nicht, wofür Silver und Lito da sind. Also ich habe es gebraucht, sagen wir mal so, aber ich hatte es en masse. Auf jeden Fall, wenn jetzt du zum Beispiel jemand Altes bist oder so und dann kein großes Handy dir haben möchtest, weil du es leicht verlegst oder kaputt machst oder sowas, dann kannst du dir da einfach sagen, ich hätte gerne ein großes Display, lange Akkulaufzeit und dann weiß ich ja, was ich gleich mache. Eine Tuchtel bauen. Und es sollte möglichst noch wasserdicht sein. Dann kannst du das da eingeben, die schicken dir die Teile zu oder bauen es selbst zusammen. Und dann hast du halt dein Handy. Und wenn da ein Teil kaputt ist, dann baust du das Teil einfach aus, weil es zum Beispiel nur ein Steckprinzip ist oder so. Das würde
sehr große Vorteile bringen, muss ich sagen. Die Frage ist jetzt nur, wenn das jetzt auf Android laufen soll, dann müssten ja alle Sachen das unterstützen. Und was machst du jetzt, wenn du eine neue Android-Version rausbringst? Funktioniert das dann noch? Das alte? Oder musst du dann erstmal den neuen Prozessor austauschen? Und dann wird das wie beim Computer, dass du dann nur mit dem aktuellen Prozessor irgendwie was machen kannst. Das wäre dann ja nicht so schön. Also, wenn ihr das richtig Ah, hier gibt's Quantum Computer. Okay. Also, je nachdem, wie man das bringt, ist es schon gut. Man muss nur gucken, ob sie es überhaupt auf den Markt bringen. Ich hoffe es. Denn ich wäre auf jeden Fall interessiert daran, denn ich hätte gerne auch etwas größere. Boah! Smartphones. Aber die dürften für mich nicht so. Ja, wie soll ich sagen? Nicht so teuer sein. Also ich hätte gerne lange Laufzeit und sowas in der Richtung. Aber was aktuell auf dem Markt ist, das hat ja kurze Laufzeit, ist